Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge Europa und alles 4 mit unserem Stern des Südens Achievement. Wir haben ja zuletzt hier unten eingenommen, genau. Dann machen wir gerade die Kämpfer, wenn die durch sind, kann man hier das machen, da kriegt man dann nochmal gesenkte Autonomie. Der Nationalismus singt und wir kriegen einen Unionskriegsgrund in Österreich. Da wird man auch noch einen gegen Brandenburg bekommen. Die sind nicht allzu groß. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht so genau. Muss man mal sehen. Da müsste man... Oder mag einen Mittelmarkt der Ohren, ne? Oder einen Untertan geben. Ist jetzt nicht so interessant. Dann müssen wir die Union abschließen. Da brauchen wir Gebiete in den Niederlanden. Okay. Wird man hier die Ansprüche bekommen. Und hier nach Italien rein. Bayerische Seefahrt. Ist klar. Müssen wir mal schauen. Aber wir müssen jetzt erstmal die AE runterbekommen, würde ich sagen. Wenn wir hier auf das gehen würden, würden wir aber ein paar Sachen sinken. Wie schaut das hier aus? Da Sachsen und sowas dabei? Ja. Machen wir das mal vorübergehend. So. Damit die AE ein bisschen schneller sinkt. Schauen wir mal. Und der mit runter, oder? Okay. Wie schnell sind das jetzt? 3, okay. Du willst Land? Nee, lass mal. Wie schaut es denn hier so aus? 2 wählen uns. Ja, ist ein bisschen wenig. Tatsächlich. Hatten wir noch eine Mission? Donauwörth muss bayerisch sein. Ah ja. Oh, da wurde Dingens gewählt. Der Österreicher wieder mal. Na, so ein Mist. Schade. Naja. So, Kämmerwinsen hier unten. Wir doch bestimmt ein Starthaus machen, oder? Nee, noch nicht. Ach, welch Tirol fehlt noch, okay. Dit ist okay. Man könnte noch mal die Autonomie erhöhen, das lassen wir aber mal. Weil das Ganze wird ja eh gleich gesenkt. Die Sachen werden noch annektiert. Bayreuth und Heidelberg. Pfalz. Das brauchen wir noch nicht machen. Da würde ich erst warten, bis das hier alles fertig ist. Oder wir noch genug Punkte haben. Wie war denn das hier? Nee, wird noch... Der Kolonialismus muss da noch ein bisschen. Der könnte eigentlich mal trainieren. So. Auf den Rest warten wir noch, würde ich sagen. Wir könnten uns mal hier beeinflusst Köln, da kriegt man so ein Event. Diese Xenos so kein zu Sekundogenitor. Okay. Das Fürstentum Köln ist in unsere Kontrolle geraten und unsere Ambition im Heiligen Reich bestmöglich voranzutreiben. Wird ein Plan ausgeleitet, nachdem ein Mitglied der Valois-Dynastie, das nicht für den Nachfolger in Frage kommt, nach Bayern entsandt wird und die Position im kölnischen Fürstbischofs einzunehmen, sicherzustellen, dass Interessen in kölnischen Regierungen vertreten sind. Okay. Okay. Bayern bleibt ein Herr, es bleibt. Wir bleiben Demokratie, die kriegen 25 Freiheitsbestreben. Wie viel haben die denn? Ja, das geht eigentlich. Machen wir das mal, ha? Huh? So, jetzt haben sie nämlich einen Devaluar.
Ach, ist doch, ist noch ein Fürstenbistum, okay. Sehr schön. Jetzt könnte mir theoretisch einen Kriegsgrund gegen Brandenburg haben. Wie lange hält denn der eigentlich? Moment. Muss ich hier schauen? Bis 58. Okay, haben wir noch ein bisschen. Passt. Konvertiert wird auch für die Mission. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt hatte. Conticherry, okay. Ansonsten, da müssen wir noch warten. Ja, müssen wir mal ein bisschen laufen lassen jetzt. Ja, immer noch. So riesig hoch hier. Eieieiei. Wie lange haben wir eigentlich Waffenschichten mit Österreich, ne? 45, okay. Da müssen wir uns mal ein bisschen Zeit lassen, glaube ich. Würde ich sagen. Vielleicht bis wir die annektiert haben oder so. Da müssten wir noch die Dinge beanspruchen. Das ist auch kein Hohenzoller mehr drauf. Mittlerweile auch nur noch in Kasimir. Hohenzollern gibt es auch nicht mehr. Eieieiei. Aber ein Lancaster gibt's und Trastrama, okay. Die war Louis. Na gut. Interessant. Sind die eigentlich unabhängig jetzt? Nee. Sind sie nicht. Oh, wir haben gerade was annektiert gleich. Sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken, ob da die Institution schon gefördert ist. Ist er. Weiterfalls. Ist er auch schon. Das ist gut. Da können wir sie schon mal rausnehmen. So, oh, da ist ein Befehlshaber gestorben. Eine hervorragende Weinlese, das ist schön. Globale Unruhe gesenkt. So, Bayreuth haben wir integriert. Wunderbar. Das können wir mal rausnehmen. Eine Festung, dann brauche ich die. Eigentlich nicht, ne? Aber ich kann sie mal behalten. So. Der ist dann auch geschluckt. Ja, gar keine Armee dabei, oder? Okay. Interessant. Na gut. Ja, passt soweit. Okay. Was ist das hier? Ach, da müssen wir noch Provinzen erobern, siehst du? Und eine Kriegsandrohung machen eigentlich. Fünfter. Warten wir mal eben. So, die Pfalz haben wir auch. Perfekt. So, neue Armee. So, die müssen das mal bisschen aufwerten noch so hier drüben. Könnte man jetzt noch einen Start machen? Machen wir das mal. Da haben wir auch schon. Passt. Schön, schön. So, wir schauen das. Moment, wo war das jetzt? Da war das. Genau. Auch rausnehmen. Da auch. Da eigentlich auch überall.
Das eilt alles noch nicht. Dann können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Wie sieht hier die Festung an? So, das war von dem Start. Ach so, okay. Das sind ja eigentlich viel zu viel, oder? Dann können wir die hier oben abreißen. Die brauchen wir nicht wirklich. Mal schauen, ob wir hier noch was bauen können. Ja. Und da noch so ein Teil, noch was handelstechnisches? Nicht wirklich. Werkstätten vielleicht noch. Was ist das? Befestigungsmauer? Kann man das zufällig in der Hauptstadt bauen? Könnten wir ja spaßeshalber auch mal machen, oder? Steigt nochmal die Verteidigungsfähigkeit. Habe ich nämlich noch nie gebaut. Kann ja nicht schaden eigentlich, ne? Was? Die haben das Bündnis gebrochen? Why? Okay. Na gut. Habe ich nichts dagegen? Eigentlich? So, wie schaut es denn bei den anderen aus? 138. Und hier? Eigentlich auch noch ganz gut. Und auch hier gleich mal Beziehung verbessern. Da könnte man ja eigentlich mit Großbritannien ein Bündnis machen, oder? Schauen wir mal. Tun da mal Beziehung verbessern. Dann schauen wir mal. So, hier müssen noch überall die Sachen verbessert werden. Okay. Kann man die Armee hier rüberziehen? Nee, kann man nicht. Da fehlt es ein bisschen an Zugang. So, wir sind ja durch. Endlich. So, Territorium. Beziehungsweise, ne? Andere Sache. So. Müsste das hier doch gleich sinken, ne? Nächsten Monat. Wie war das? Genau. Auf 33 runter. Sehr schön. Jetzt können wir ja auch das machen. Da fällt nämlich auch der Nationalismus weg. So, sehr schön. Bis hier hätte es alles runtergehen, oder? Echtal ist noch nicht ganz. Okay. Da ist noch ein bisschen viel Unruhe. So, wegen unrechtmäßiges Territorium, oder? Da ist auf jeden Fall schon mal auf 0, okay. Gut, gut. So, dann müssen wir dann bloß noch... Könnten hier noch auf Beziehung verbessern gehen, ne? Was kannst du noch? Das sind alles nur so generische Sachen. Es bringt mir nicht viel. Das ist nicht sehr sinnvoll. Ja, zum Bündnis reicht es auch noch nicht. Schade. Aber wir könnten dann langsam mal das Ding füttern. Das kostet uns fast nichts mehr. Dass dieses Nürnberg da mittendrin noch ist. Das stört auch ein bisschen, oder? Kann ich mal eine Kriegsandrohung machen? Ah, schade. Und hier? Geht auch nicht. Ah, die sind mit Nürnberg verbündet. Mainz und Württemberg.
Na gut, meinst du mir ja eh dann erobern? Ach, hier unten, nee. Ja, das geht eigentlich, ne? Das sollte kein Problem sein, alles. Der ist untätig, okay. Mann, ist das hier schlechtes Gebiet, ey. Okay. Habe ich hier schon Ansprüche? Nee, ne? Für mich ist ein Rotenburg, Trier und Ulm. Haben wir hier einen Anspruch? Nee. Leider nicht. Die haben auch nicht wirklich einen Anspruch. Wen ist denn der verbündet mit denen da oben? Er ist nicht so optimal. Brandenburg ist mit Polen verbündet. Osmaner hilft nicht. Kämpfen in einen anderen Krieg, okay. Kastilien hat wieder einen Arsch voll Schulden. Gegen wen kämpfst du denn? Dulkatia, okay. Na gut. Ist natürlich ungünstig, ne? Im Moment zumindest. So, wir haben zweimal als Sünde Nation, das passt. So, die Staatsagenda haben wir auch abgeschlossen. Jetzt ist das auch bayerisch. So, können wir gleich nächstes machen, oder? Wir könnten mal Land beschlagnahmen, glaube ich. Da stehen wir nämlich gerade sehr gut da. So, gleich nächste Versammlung. Bielung. Lothringen ist ein Ergebner von Bayern. Wo ist denn Lothringen? Da. Finde ich jetzt nicht so toll. In Bayern, Grundproduktion plus 5. Da. Das können wir machen. Ne, Bürger ist auch gerade ganz gut eigentlich. Das können wir machen. So. Das nämlich auch direkt mal erledigt und wir haben noch ein bisschen Geld bekommen. Oh, was ist denn da los? Wer kämpft da? Ah ja. Schaffe ich die alleine? Nee, nicht ganz. Das ist ein bisschen viel an Truppen. Schauen wir nochmal hier rein. Ja, sind wir noch ein bisschen hoch hier alles, ne? Da komme ich nicht weit. Nochmal Beziehung verbessern. So. Dänemark mag uns. Die würden wahrscheinlich auch ein Bündnis machen. Frage, möchte ich das? Mein Österreich macht sich aber auch ganz schön breit. Kastilien macht sich auch ganz schön breit. Yay. Mit wem ist denn so gut verbündet. Kirchenstaat. Okay. Könnte man eigentlich auch nochmal Beziehungen verbessern. Ein gutes Verhältnis zum Kirchenstaat ist, glaube ich, nicht verkehrt. So. Da wird noch fleißig unterdrückt. Leider ist das hier noch alles ein bisschen hoch.
Also das können wir ja verhindern. So. Dann passt das da. Müssen wir uns damit einen Jump lagen. Dann sind wir ja auch bald fertig. Großbritannien sind wir schon fertig. Der mag uns nicht, wie eine ketzerische Religion. Joa. Wie schaut's denn da überhaupt aus jetzt? Ach genau, weil links alles protestantisch. Und Polen ist offenbar reformiert. Okay. Das ist natürlich nicht so toll. So Nassau, Sachsen und Stettin verbündet. Könnten Kernprovinzen sogar erobern. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Da würde ich hier vorher das noch fördern. So. So, jetzt haben wir ein bisschen viel unausgeglichene Forschung, oder? Ne, es geht noch. Es ist noch vertretbar. So, wir kriegen neue Ritter und kein München. Klingt doch gut. So, sollen die erstmal sich verbessern. Oh, wir sind eine Großmacht. Sehr nice. Das sind wir auch fast durch. Die großmächtige Großmacht. So, Sachsen. Kriegsandrohung. Nein. Mainz. Kriegsandrohung. Auch nicht. Schade. Wedeln sind wir noch keiner. Man könnte. Oh, was hier? Mithridatische Fürsten, genau. Man könnte noch versuchen, Mainz in die PU zu bringen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Könnte Sachsen angreifen. Beziehungsweise Thüringen. Wäre Lüneburg nicht dabei, okay. Braunschweig nicht Stettin. Das wäre eigentlich kein Problem, die anzugreifen. Haben die dieselben Verbündeten oder was? Moment. Tatsächlich. Cool. Ja, dann würde ich sagen, wir kämpfen gegen die Dingens, ne? Muss ich hier mal kurz schauen, wegen nur, ja, ein bisschen ist. Aber das sollte alles kein Problem sein. So, dann lauft mal darüber. Wie geht dahin? Würde ich da mal angreifen. Wie lange hatten wir noch Waffenstillstand? 45, ja, das sind noch 10 Jahre. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Würde ich jetzt mal behaupten. Ganz frisch. So, hier einmal zusammenschließen. Wie viel können wir denn noch haben? Oh, wir sind schon an der Grenze, sehe ich gerade. Wir lösen den mal auf hier. Geld haben wir eigentlich genug. Würde ich da noch Kanonen reinnehmen vielleicht? Die halbieren wir mal.
Hauen wir da noch einen weg. Und packen hier dafür zwei Kanönchen rein, würde ich sagen. Gut. Dann bauen wir das noch eben. Dann würde ich sagen... Moment. Nürnberg, ziehen wir besser. Ja, gerne. Dann würde ich sagen, wir machen dann nächste Runde weiter. Dann können wir mal Sachsen angreifen. Würde ich sagen, bis dahin sage ich Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.